Willkommen zum Endspurt bei Let's Play Diablo. Nach einer anstrengenden Woche ist es genau das Richtige, noch mal ein paar Monster zu klatschen. Und ich überlege sogar, mal gucken, was wir hier noch so hervorzaubern, ob wir noch ein zweites Mal hinab in die Tiefe steigen werden. Um euch einfach zu zeigen, wie es aussieht, wenn man den ersten Durchgang sozusagen gewonnen hat und dann anfängt für Items und Stats zu spielen. Leider habe ich hier Cain's Veiler ja verkauft. Die macht sich eigentlich in den ersten Ebenen immer ziemlich gut. Der nächste Hebel, der hat jetzt den oberen Raum hier geöffnet. So, und jetzt fangen wir mal an, hier Magier-like zu spielen. Zu Fuß zu gehen ist einfach unter unserer Würde. Was für ein toller Gegenstand hier, kurz bevor wir Diablo gegenübertreten. Und ein, zumindest ein magischer Bogen, na, immerhin. Eintönigkeit der Hölle. Eigentlich spaziert man hier nur durch und wirft irgendwie ein paar Feuerbälle und dann. Das war's das. Taktisches Geschick verlangt das eigentlich nicht mehr besonders. Bogen, juhu.
ich glaube, dass der letzte Rimmel hier noch versteckt hat. Und noch ein Cloak, juhu. Ich habe jetzt ja auch schon im Vorbeigehen die weiteren Hebel hier umgelegt. Das ist also der letzte Raum, das Herz der Hölle. Und dort speichere ich nochmal vor. Da dürfte uns Diablo erwarten, aber erst noch müssen wir haufenweise Gegner, also seine Leibgarde sozusagen, töten. Oh, das sind Blackmar ist es. Tatsächlich noch andere Ritter. Ich glaube, sie sind aber niedrigstufiger. Flame Wave. Die Kunst sozusagen bei diesem Raum ist, noch nicht zu weit reinzulaufen, sodass man nicht ins Blickfeld von Diablo gerät und erstmal seine Schergen hier erledigen kann. Visier genommen. Ein Tick zu weit. Das war besser. Okay, dann versuche ich nochmal die letzten Adepten hier auszuschalten und dann gehen wir noch einmal Tristan hoch und dann war's das. Versteckspiel hier. Da ist auch noch einer. Okay, den haben wir auch. So, ich glaube, das dürfte es jetzt auch bald gewesen sein, ne? Da ist noch einer. Oh, der hat noch eine Klinge fallen lassen. Sag bloß, dass ich... Und einer ist da irgendwo noch versteckt. Ah ja, ein Short Sword noch. Ich hoffe, das kann ich mir hier nochmal... Jawohl, sehr gut. Gut, dann können wir jetzt auch nochmal zurückgehen hier mit unserer Portal Scroll. Und uns für den letzten Kampf, für den Endkampf vorbereiten. Ja, Stufe 25 hatte ich ja schon gesagt. Weiter geht's nicht beim ersten Run. Mal sehen, ob hier noch irgendwas Nettes dabei ist. Wow, what can I do for you? Ah, schön, eine Town Portal Roll. Hello, my friend. Stay a while and listen. Das Schwert verkaufen, das verkaufen wir. Nette, ganz netter Bogen hier noch, aber natürlich nutzlos für uns. Also weg damit. Wow, what can I do for you? Ja, da ist doch nochmal ein netter Batzen Gold zusammengekommen. Also ich finde ja diese Rüstung echt ganz interessant. Aber die können wir uns leider nicht leisten. Von daher werde ich mal die restlichen Gegenstände aufsammeln. Ja, wenn wir sozusagen das Spiel einmal durch haben und man wirklich wie üblich wieder von vorne anfängt, dann...
dann wird das Spiel neu initialisiert oder instanziert, besser gesagt, und ja, der Speicherstand ist verloren. Das heißt also, auch alle Gegenstände, die man auf dem Marktplatz abgelegt hat, wären verschwunden. Das wollen wir natürlich nicht. Wobei ja eigentlich die Frage ist, ich glaube, dieses Cap hier könnten wir eigentlich auch verkaufen, aber wir haben jetzt ja, sagen wir, ein bisschen Pech gehabt. Wir sind bei ziemlich leichter Rüstung hier bis zu Diablo vorgedrungen. Die hat zwar gute Boni, also mit den Resistenzen und den also Bonus zu den Stats, aber sehr, sehr leicht gerüstet. Also man ist eigentlich eher in so einem Bereich um die 100 unterwegs. Und selbst dann ist man natürlich vor diesen hartgesottenen Nahkämpfern gar nicht gefeit. Aber gut, wir sind natürlich gut durchgekommen und es klappt eigentlich ganz gut. Und von daher, so kann man also auch spielen. Ja, das Lustige ist, ihr erinnert euch vielleicht noch an Holy Bolt, mit dem wir den skelettierten oder wieder erweckten King Lyric zur Strecke gebracht haben. Und Diablo schmeckt der Holy Bolt auch so gar nicht. Also ich glaube, er hat Resistenz gegen Feuer, man kann also auch, also nur Resistenz gegen Feuer, er ist nicht immun gegen Feuer, man kann also auch mit Feuerbällen auf ihn einwerfen. I sense a soul in search of answers. Aber meiner Erfahrung nach bekommt man ihn am besten Goldstücke für einen Stab. Ja, man bekommt ihn am besten zu fassen, indem man ihn mit Holy Bones bombardiert. Mal gucken hier. Ich hatte jetzt gehofft, dass man vielleicht nochmal einen Feuerball abstauben könnte. I sense a soul in search of answers. Wenn wir jetzt neu starten, fangen wir eben wieder ganz von vorne an in einen I sense a soul in search of answers. Und können erstmal wieder ja nur die einfachen Sprüche kaufen, die bei Griswold aus. Also es dauert ziemlich lange, bis man die nächste Chance hat, wieder relevante Sachen einzukaufen. Ich nehme nochmal hier so ein Elixier der Magie. I sense a soul in search of answers. Firewall, nee. I sense a soul in search of answers. Nix. I sense a soul in search of answers. Lightning, boah, warum nicht? So, jetzt noch einmal ein Firewall. I sense a soul in search of answers. Oder dann wäre ich auch zufrieden. I sense a soul in search of answers. I sense a soul in search of answers. Nicht Firewall. I sense a soul in search of answers. Archangel stuff. I sense a soul in search of answers. Durchaus interessant, wenn man noch ein paar Runs mit einem selben Charakter gespielt hätte, sich irgendwann mal so ein Staff of Arch zuzulegen. Oder natürlich einen, der einen Zauber enthält, wie zum Beispiel Apokalypse oder Nova, die man sonst nicht lernen kann. I sense a soul in search of answers. Oh, haha, interessant. Hier ist also der Book of Firebolt. Und wir haben nicht genug Verständnis von der Magie entwickelt bisher, um den Firebolt noch weiter steigern zu können. Das ist, ja, gut, wir sind auch auf Level 14 angekommen, das muss man dazu sagen. Das wäre jetzt auch der letzte Mal, dass wir den auf diese Weise steigern könnten. Aber die Anforderungen steigen je Spruch. Das heißt, wenn wir jetzt also den Fireball würden wir schon längst nicht mehr auf ein entsprechendes Niveau bringen können. Aber ich bin jetzt, kaufe uns jetzt einfach mal die beiden Ace. Ach nee, wir können uns nur eins leisten, schade. Da hat er sonst gesagt, wir kaufen uns einfach nur mal zwei Elixiere und dann hätten wir genau 350 Mana-Punkte gehabt, aber haben wir leider einen Tick zu wenig. Naja, ist auch nicht so wild.
Achso, mit dem Schwert zusammen hätten wir vielleicht genug. Egal. Oder? Warte mal. 1666. I sense a soul in search of answers. 177, nee. Außerdem muss man natürlich davon ausgehen, dass wir auf den ersten Levels, die wir jetzt ja nochmal durchspielen werden, wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Folianten mit Feuerblitz finden werden. So, dann sind wir, glaube ich, mehr oder weniger gewappnet. So gewappnet, wie man sein kann. Und können uns jetzt das letzte Mal hinab hier in die Hölle begeben. Und legen nochmal einen Holy Bolt auf und schauen mal, was Diablo hier so treibt. Da ist er. Großer, gehörnter Dämon. Der uns leider wegschleudert, wenn er uns zu fassen kriegt. Aber wenn er erstmal Holy Bolt Rhythmus drin ist, dann haucht der Dark Lord relativ schnell sein Leben aus. The soul stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained. For now. You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps, salvation. Ja, das war's. Das beeindruckende Schlussvideo von Diablo. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen dieser junge Mann oder dieser Halbstarke, den wir diesen Soulstone da entrissen haben, der gesuchte Königssohn, also der Sohn von King Valerik gewesen, der Prinz. Warum auch immer, war die Versuchung so groß, dass wir selber uns den Stein erstmal gleich in die Stirn gerammt haben. Und das ist jetzt natürlich der Aufsetzer, auf dem dann Diablo, also Hellfire, also das Add-on, das ich allerdings persönlich überhaupt nicht mag, Aliens und so weiter und auch man verliert alle Rüstungsgegenstände und ich meine, darum geht es bei Diablo eben auch, sich also seine Wunschausrüstung zusammenzustellen. Und natürlich Diablo 2, das knüpft da glaube ich auch an, wobei ich ja eingangs gesagt hatte, dass ich Diablo 2 nicht so richtig lieb gewonnen habe. Und Diablo 3 habe ich noch nie gespielt. Von daher, jetzt hätte man üblicherweise die Möglichkeit, noch mit einer der anderen Charakterklassen zu spielen, wobei man normalerweise eigentlich mit dem Krieger oder dem der Bogenschützen eher anfängt. Der Magus ist eben
ja, also über die weite Teile des Spiels sehr, sehr schwierig zu handeln. Oder man startet mit demselben Charakter nochmal einen neuen Lauf, um eigentlich daran zu arbeiten, ja, alle Stats auf Goldniveau zu heben und noch bessere Ausrüstungsgegenstände zu sammeln und noch die verbliebenen Quests einmal zu sehen. Und das wäre durchaus ein Anreiz für mich, nochmal jetzt neu zu starten und ein bisschen schneller mit euch durchzugehen, um nochmal ein paar andere Quests zu sehen. Das sind, glaube ich, 4 oder 5, die wir noch nicht kennen. Und das ist vielleicht noch ein Hinweis, wenn man ein bestimmtes Level erreicht, ich glaube 30, dafür braucht man aber noch 3 oder 4 Durchläufe, weil wir bei diesem zweiten Durchlauf steigen, glaube ich, 2 oder 3 Stufen auf, beim dritten nur 2. Und das, also wird halt immer schwieriger, Erfahrungspunkte zu sammeln. Wir werden jetzt ab der fünften Ebene, glaube ich, fangen wir an, wieder minimale Erfahrungspunkte zu bekommen. Und beim dritten Durchlauf ab der neunten und beim vierten, glaube ich, kurz vor dem Vorhof der Hölle. So, ich mache jetzt einfach mal so. Und jetzt. Ah, Mist. Jetzt hab ich wieder hier diesen Fehler und weiß nicht, ob man jetzt New Game oder Load Game auswählt. Ich wollte jetzt ja eigentlich New Game machen. Ich hoffe, das hat klappt jetzt. Nein! Ah, Mist. Das ist ja doof. Ja gut, dann müssen wir das jetzt nochmal. Müssen wir uns nochmal Diablo vornehmen. Es tut mir jetzt leid. Wollen wir es mal eigentlich nur nicht, oder? Jetzt kriege ich hier nichts mehr zu fassen. Oh, da ist ja schon wieder ich hoffe mal, dass ich jetzt das abbrechen kann hier. Ja? Nee, kann ich nicht. Ja, Diablo ist eben schon ziemlich alt und es gibt eben so einen relativ weit verbreiteten Grafikbug, den ich mit diesem komischen Patch oder der Fan-Mod ausschalten konnte, aber leider ist eben dieser entscheidende Bildschirm dadurch weiß geworden. Nach der Cutscene, also nachdem wir jetzt nochmal diesen düsteren, leicht prophetischen Text gesehen haben. As an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained. For now. Würde einfach ein New Game reichen, you pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps salvation. So, komm. The end. Jawohl, endlich. So, und jetzt mutmaßlich New Game. Nein! Muss ich das jetzt so machen? Ja, dann mache ich das so. Erstmal. Aha, okay. Ja, gut, da sind wir. So, jetzt schauen wir mal. Ah ja, sehr schön. Ihr seht, dass das Brunnenwasser hier so schlammig verfärbt ist, schlammig braun. Oder auch, vielleicht ist es auch ein giftiges Grün. Schwer zu sagen. Das ist der Hinweis darauf, dass ein anderer Quest freigeschaltet ist. Genau das, was ich gehofft habe. Gut, wir können jetzt auf jeden Fall diesen Helm, der uns hier Resistenzen gibt, erstmal ablegen, weil Resistenzen sind erstmal kein Thema mehr.
Genauso. Und dieses Schwert und kann auch dieses... Nee, ich glaube, wir wechseln sogar zur Keule, weil wir jetzt durchaus das ein oder andere Monster so erschlagen werden. Und gut, dann gibt's jetzt, wir sind wow, quasi wieder da, wo wir am Anfang waren. Ich gucke jetzt nochmal kurz. Oh, interessanterweise hat... Ui, netter Helm. Interessanterweise hat Griswold durchaus gute Gegenstände im Angebot. Das Problem ist, dass wir am Anfang natürlich fast kein Gold sammeln. So, dass wir diesen Helm wahrscheinlich nicht finanzieren können. Der ist an sich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Na gut, schauen wir mal. Mal mit Kane sprechen, ob er uns schon eine Quest gibt. Hello, my friend. Okay, oder ist Stay Pep a while and listen. Ja, wahrscheinlich Pep in the Healer, ne? What ails you, my friend? Nö. Gut, wir gehen einfach mal in die Tiefe, würde ich vorschlagen. Thank goodness you returned. Much is okay, das, thank goodness. Das ist hier Standardtext von Ogden. Und ja, wir haben jetzt glaube ich keine Sprüche mehr. Nee, genau, die ganzen Quick-Shortcuts hier, Slots sind alle wieder frei. Wir fangen jetzt natürlich auch wieder an mit den Basissprüchen, also Firebolt, ja, Lightning und vielleicht legen wir uns mal ein Chain Lightning auf, um irgendwie schnell für Ruhe zu sorgen in größeren Räumen. Ich hoffe, dass jetzt hier keine Wache liegt. Ja, doch, okay. Weil das ist... Ich gucke gerade nochmal, ob das... Also ich glaube, wir haben dann sogar, wenn wir jetzt diese Poison Water Supply mitnehmen, haben wir sogar alle Quests im ersten Abschnitt dabei. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Butcher ist immer bei Singleplayern-Spielern vorhanden. Ja, stimmt. Ah ja, sehr gut. Ah nee, doch nicht. Ha, okay, also entweder treffen wir wieder Garbert the Week, diesen Ziegenmenschen, oder haben mit Glück noch einen anderen Quest. Aber das sehen wir später. The sanctity of this place has been fouled. Okay, hier geht's gleich. Weiter, ich beachte die Monster. Hier geht's in die Tiefe, sehr interessant, sehr gut. Ich beachte die Monster jetzt kaum, marschiere hier einfach durch. Die sind eigentlich ziemlich ungefährlich natürlich. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Tränke oder finden noch eine Bibliothek, aber ansonsten ab und an mal so einen Kettenblitz und dann ist Ruhe im Karton. Ah ja. Da ist eine Potion of Mana. Sehr gut. Mit der können wir ein paar Kettenblitze auch zaubern, weil wir können die. Wir können auch diese einfachen Skelette hier mit einem Schlag erwischen, weil wir auch eine relativ gute Keule hier haben. Potion of Healing. Ah, was sehe ich, nehmen wir auch noch mit. Dass wir den Teleportzauber gelernt haben, dass wir mal ja schnell einfach weiterspringen können, wenn wir einen Abschnitt genau erkundet haben. So, ich gucke jetzt gerade nochmal. Schauen wir nochmal hier unten vorbei. Achso, das ist hier quasi tot. Toter Raum. Potion of Healing. Könnt ihr behalten.
13 Goldstücke, yeah. Also wir haben ja zum Schluss immer so ungefähr 150 bis 200 gekriegt. Da bückt man sich gar nicht mehr als Magus hier imstande. Es sei denn, es liegt gerade so auf dem Weg, dann vielleicht doch mal. Aber, ganz schön was im Schlepptau hier. So, einmal zack. Okay, das ist nichts Spannendes zu finden. Dann ziehen wir uns mal kurz eine Potion an und gucken mal unten nach dem rechten. Gehen aber eigentlich ziemlich rasch hier auch. Zweite Ebene. Also das ist ja quasi nur Durchgangs. Eine Axt. Hier nehmen wir mal mit. Schwingen wir noch ein bisschen die Keule, um noch ein paar morsche Knochen hier einzuschlagen. Und dann haben wir, glaube ich, auch genug gesehen hier vom ersten Level. War ziemlich ereignislos. Dann gehen wir gleich in die zweite runter. Ich glaube, der Zugang zu diesem. Zur Poison Water Supply müsste auch in der zweiten Ebene sein. Eater, das ist glaube ich Stufe 4 von diesen kleinen Mistviechern. Schön viele Truhen. Leider nichts mehr, also Stärke plus 2 gewesen, aber wir haben ja schon maximal Stärke. Schade. Ui, da uns einer erwischt. Gibt's hier bitte ja nicht. Nochmal. Und sogar durchaus spürbar. Verschämtheit. Okay, hier ist die Tür nach unten. Ach so, jetzt haben wir den Butcher Quest uns gar nicht abgeholt. Ich glaube, wir schicken ihn einfach nach Hause. Und ja, den Cleaver nochmal, den wir für ein paar tausend Goldstücke zu uns verkaufen können. Damit wir vielleicht noch so ein paar Tränke zulegen. Ist gar nicht so schlecht. Aber erstmal nochmal die Monster hier zusammensuchen. So.
Sicherheit. Fresh meat. Spirits of the dead are now avenged. Zwei Feuerbälle, dann hat es ihn zerrissen gehabt. Ich glaube, der Cleaver bringt irgendwie 2000 Goldstücke. Ah ja, da ist ja der Zugang zur Voice of Water Supply. It's a dark passage. Yes. Und diese Plague Eater, die verpassen uns sogar mal kleine Kratzer. Ich werde jetzt gleich nochmal einmal in die Stadt teleportieren, um uns den Quest auch regulär abzuholen. Naja, gut, egal. Dann. So. Hier oben geht's noch irgendwie weiter, das gucken wir uns gleich noch an. So, wir gehen einmal kurz zurück in die Stadt. Naja, können wir die Gegenstände noch mal kurz identifizieren lassen und verkaufen. Noch genug Gold, ja. Wow, what can I do for you? Hello, my friend. Stay a while and listen. Wow, what can I do for you? Achso, nicht mal 1000 Goldstücke mit der Cleaver. Hatte ich ein bisschen überschätzt. Egal. Noch ein paar Rollen hier, das ist auch gar nicht so schlecht. Jetzt noch mal kurz mit Pepin sprechen. I'm glad I caught up to you in time. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish. Alrighty. No prop, dude. Ich muss sagen, es ist zwar jetzt nicht besonders ausgefallen, aber irgendwie mag ich diesen Quest mit am liebsten. Kann auch sein, dass ich das jetzt bisher bei jedem Quest gesagt habe hier, aber ich habe das Spiel einfach schon ziemlich häufig gespielt. Okay, dann sehen wir mal nach dem Rechten hier an den Quellen des Brunnens. Wie nicht anders zu erwarten, treiben sich hier natürlich ein paar Kreaturen herum. Die Lösung des Quests ist insofern relativ simpel, dass wir einfach das ganze Kropfzeug unschädlich machen müssen, das hier krebst und dann die Quellen wieder rein und vergiften die Dorfbewohner nicht mehr. Manchmal ist es halt so, gerade bei diesen Wichten hier, dass man einen überseht, der irgendwie außerhalb des Bildes wegschleicht. Oh. Flash Clan ist hier unterwegs. Jetzt sind die natürlich keine Gefahr mehr, aber wenn man beim ersten Lauf hier reinkommt, dann erstmal treten die ziemlich überraschend auf und zweitens sind die wirklich relativ hart im Nehmen. Also das kann einen besonders als Magus schon vor ziemliche Probleme stellen. Thank you.
die Quelle gewesen zu sein hier. Und dann wollen wir uns mal den letzten Seitenarm des Ganges ansehen. Dieser Bogenschütze, der stellt einen als jungen Magus, als jungen Adepten vor ziemlich Probleme. Aber oh. Da sind die Quellen wieder gereinigt und wir haben den Quest erfüllt. Und werden uns jetzt mal im Gefühl hier gehen, Ausgang teleportieren. So, sehr gut. Okay, dann schauen wir nochmal oben. Da ist ja noch ein Bereich, in dem wir noch nicht waren, und dann können wir auch gleich in die nächste Ebene runtergehen. Man sieht jetzt an der Stelle, dass Cain's Wailer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, das ist ein Endgegner. Boss. Gold wert gewesen wäre, weil der -3 Schaden auf alle Angriffe, also 3 Schaden von allen Angriffen abzieht. Und wir durchaus häufiger hier getroffen werden, als ich das in Erinnerung hatte. Und außerdem auch, glaube ich, sogar eine bessere Rüstungsklasse als unsere jetzige Rüstung. Aber gut, es ist ja alles natürlich völlig undramatisch. Okay, da ist noch ein Schrein. Gucken wir uns mal an. Ah ja, nice. Das ist +1 hier auf den maximalen Schaden. Ich fange jetzt einfach mal an, so ein bisschen Gold hier mitzunehmen, damit wir uns mal ein paar Tränke leisten können. Weil es ja doch der Chain Lightning ist ziemlich mana-intensiv noch. Ich glaube, ich habe da unten irgendwie noch was ausgelassen, aber. Das ist auch egal. Also, wir gehen auf die nächste Ebene runter. Werden. Und Hidden Ones, okay. Das war egal. Oh.
Also man sieht auf jeden Fall, dass wir sind jetzt im dritten Level, also ab dem, wie gesagt, ab dem fünften kriegen wir sogar bei einigen Gegnern ein bisschen Erfahrung. Ja. Es wird auf jeden Fall schon ein bisschen unangenehmer, sich hier zu bewegen. Insbesondere die Bogenschützen sind dann doch ein bisschen nervig. Ja, schön. Von der Springfalle geschworen. Ah ja, schön. Sehr gut. Oh ja, langsam sind die Goldbelohnungen ja auch in so einem Bereich, dass sie schon wieder fast eine Potion of Mana finanzieren. Ins vierte Geschoss. Ah. Da können wir uns auch an der Blattfontäne, können wir uns, glaube ich, die Lebensenergie wieder aufladen. Weil wenn wir weiter so machen, dann können wir hier tatsächlich in eine kleine Reduierung geraten. Das muss ja nicht unbedingt sein. Gegenstand für mich. Eine Potion of Healing, okay. Egal. Gehen wir mal hier rüber. Weiter in die Tiefe geht, genau. Wie üblich keine Monster zu sehen. Ich glaube, wir sind auch schon durch mit diesem Level. War ziemlich ereignislos. Ich glaube, der Ring, den wir gefunden haben, wird nichts taugen. Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der irgendwas Brauchbares enthält. Also können wir jetzt auch einfach hier noch das letzte Fass erledigen und weiter in die Tiefe. Dann, jetzt bin ich gespannt. Hier wäre eventuell das auf dieser Ebene das zweite Quest, das wir noch nicht kennen, auf den ersten vier Levels.
Identify, sehr schön. Können wir uns ja gleich mal den Ring angucken. Und Healing, naja, okay. Dann lass doch mal sehen, was du hier so... Oh! Wow! Oh, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Wir haben zwar einen besseren noch, plus 19 auf alles, aber gar nicht so schlecht. Erstaunlich. Weitergeht und der Bogenschütze uns die ganze Zeit im Visier hat. Ja. Und ein Boss hier. Okay, das Viech scheint immun gegen alles Mögliche zu sein. Das hat ihm aber auch nicht weitergeholfen. Feeling. Ah ja. Jan, den kennen wir schon. Da sprintet er so irgend. Ist immer noch, besteht immer noch. Oha, da. Schlecht. Dass wir den Quest finden, aber das hängt davon ab, wie der Zugang zum Level 5 gelegen ist. Deswegen gucke ich da jetzt schon die ganze Zeit nach. Oder wenn wir Garbage the Week sehen, dann ist die Leute oben. Boss. Ja, sehr gut. Wie erhofft. Genau den anderen Questzweig freigeschaltet. Und zwar. Mal kurz sauber machen. Zwar ist der Eingang zum fünften Ebene blockiert, wie man sieht hier. Und davor ist irgend so ein Wicht, der irgendwas von uns will. Mit dem müssen wir gleich mal sprechen.
was relevant ist. Oh ja. Eine ziemlich große Bibliothek können wir uns durchaus nochmal kurz vornehmen. Holy Bolt, sehr nett. Infravision. Noch mehr Infravision, kann man alles verkaufen. Und noch ein Buch. I have no room. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen da erstmal hochgehen. Das passt mir insofern auch ganz gut, als dass ich euch nochmal zeigen wollte, und Identify sehr schön, euch zeigen wollte, wie der Quest anfängt, den wir jetzt gleich haben werden. Also warte mal, wir gehen jetzt mal kurz, bereiten schon mal alles vor. Ach, Firewall, sehr schön. Gehen wir kurz nach oben. Haben tatsächlich einen relevanten Goldbetrag auch zusammen. Ach ne, wahrscheinlich durch die Verkäufe aber hauptsächlich, ne? Stay for a moment. I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the Eastern Kingdoms passed through here some time ago. Ach, das kennen wir schon. Da müssen wir uns das Meteoritenstück holen. Wow, what can das I do senkt for die Chancen you? Dafür, den unbekannten Quest in den Höhlen da irgendwie zu kriegen. Mal gucken, aber hier jetzt. Master, I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monstrosities that inhabit the labyrinth, and this is something that I cannot understand for the very life of me. I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small, demon-like creatures in the inn yard. After a short time, they ran off, but not before stealing the sign to my inn. I don't know why the demons would steal my sign, but leave my family in peace. 'Tis strange, no? Ja, da haben sie also Ogdens Tavernenschild geklaut. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, dann holen wir uns mal bei Pepin die Belohnung ab. What's that you say? The mere presence of the demons has caused the water to become tainted? Oh, truly a great evil lurks beneath our town. But your perseverance and courage gives us hope. Please, take this ring. Perhaps it will aid you in the destruction of such vile creatures. What ails you, my friend? The Ring of Truth. Schauen wir, lassen wir auch deine mal untersuchen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Der ist gar nicht so schlecht. Also, um das mal ganz gelinde auszudrücken, der ist wirklich gar nicht so schlecht. Also, insbesondere das Minus 1 hier und den Bonus, also Resistenzbonus. Ich glaube, wir werden den sogar mal anstecken. Wow, what can I do for you? So, Axt, die kann weg. Säbel kann weg. Keule kann weg. Dieser Topper's Ring, ich glaube, der kann auch weg. Ich meine, der ist nur 1% besser bei den Resistenzen, aber The Ring of Truth bringt ja zum Beispiel auch noch diesen Damage, die Damage-Reduktion, und wir haben auch 1+19. Aber ich bin schon erstaunt, dass überhaupt so ein Gegenstand hier im Angebot war. Dieses herrliche Plate-Mail hier. Und der, oh, wir können uns fast schon den Helm of the Stars leisten. Also der würde mich tatsächlich reizen. So, dann machen wir hier nochmal ein kurzes Lager. Lohnt sich jetzt noch nicht, zu Adria zu gehen. Aber die ganzen Sachen, die wollen wir eigentlich verkaufen. Kein Platz mehr. Müssen wir ein bisschen weitergehen. So. Dann werden wir mal kurz dieses Tavernenschild auftreiben. Tauchen das erste Mal Overlords, diese Bürgerartigen Viecher auf. Da gilt natürlich dasselbe wie für diese Ziegenmenschen. Jetzt keine Gefahr mehr, aber
als junger Magus echt nicht lustig mit denen. So, dann sprechen wir nochmal mit Snotspill. Hey! You that one that kill all! You get me magic banner or we attack! You no live with life! You kill big uglies and give back magic! Go past corner and door, find uglies! You give, you go! Also zwei verschiedene Parteien uns hier auf die Tavern sein abgesehen. Wir werden das natürlich mal zu Ogden bringen. Oh, we didn't have to bring back my sign, but I suppose that it does save me the expense of having another one made. Well, let me see. What could I give you as a fee for finding it? What have we here? Oh, yes. This cap was left in one of the rooms by a magician who stayed here some time ago. Perhaps it may be of some value to you. The Harlequin Crest. Alrighty, das gucken wir uns auch nochmal kurz an. Hello, my friend. Stay a while and listen. Minus 3 auf Armor. Aber auch ein Damage-Abzug. Bisschen. Also, das 2 zu 1 Attributen, Hitpoints, Mana. Joa, wie gesagt, wenn man das erste Mal spielt. Eventuell nicht interessant, aber weg damit. So, und dann gehen wir gleich wieder runter. Und gucken nochmal bei diesem Snotspill vorbei. Der wird bestimmt nicht so amüsiert sein, dass er das Tavernschild nicht bekommt. Da kommt er mich schon mit seinen Schergen hier an.